Begleiten Sie mich diese Woche auf eine lange Reise zu Lande, zu Wasser und in der Luft, auf der ich erforsche, wer Nordamerika wirklich entdeckt hat. Ich gehe der Legende von zwei Wikingern nach, von Erik dem Roten und Leif dem Glücklichen. Konnten diese Pioniere der Navigation den ganzen Weg über den Atlantik bereits 500 Jahre vor Kolumbus bewältigt haben? Um das herauszufinden, segeln wir mit einem Wikingerschiff vor Dänemark, erkunden Ruinen auf Island, laufen über die Eisberge von Grönland und setzen unseren Fuß schließlich ans Ufer der neuen Welt. Und wieder einmal sind wir auf der Suche nach der Wahrheit und schrecken vor nichts zurück. Und jede Sekunde kann dieses Ding umkippen und mich ins Wasser schmeißen. Also holt mich ab, Leute! Hi, ich bin Josh Bernstein. Wikinger sagen zufolge, haben Erik der Rote und sein Sohn Leif der Glückliche fast ihr ganzes Leben gebraucht, um den Atlantik zu überqueren. So viel Zeit habe ich nicht, aber ich habe vor, ihrer Spur zu folgen und zu erfahren, wie ihre lange Reise gewesen sein könnte. Die Iren, die Waliser, sogar die Chinesen nehmen für sich in Anspruch, Amerika als Erste entdeckt zu haben. Am überzeugendsten sind jedoch die Wikinger. Die isländischen Sagas erzählen von wagemutigen Wikingern, die auf der Suche nach neuem Land nach Westen vorstießen, weit entfernt von ihren skandinavischen Heimatländern. Island wurde erstmals 860 nach Christus besiedelt. Doch bereits nach 100 Jahren war fast alles bestellbare Land in Besitz genommen. Bei einem weiteren Vorstoß nach Westen entdeckten und besiedelten die Wikinger eine vereiste Insel, Grönland. Und an diesem Punkt behaupten die Wikinger-Legenden etwas Außergewöhnliches. Ein Wikinger namens Leif der Glückliche soll über den tückischen Nordatlantik gefahren und den amerikanischen Kontinent erreicht haben, 500 Jahre vor Kolumbus. Aber kann diese Legende wirklich wahr sein? Um das herauszufinden, besuche ich den alten Wikingerhafen im dänischen Roskilde. Hier befindet sich die größte Sammlung originaler und rekonstruierter Wikingerschiffe der Welt. Ich möchte herausfinden, ob die Wikinger Schiffe hatten, die den offenen Ozean überqueren konnten. Der Schiffsarchäologe Anton England zeigt mir die Sammlung. Ist das ein echtes Wikingerschiff? Wo haben Sie es her? Es wurde 20 Kilometer nördlich von hier ausgegraben, unten am Roskildefjord. Wissen Sie, wann das Schiff gebaut wurde? Dieses spezielle Schiff wurde ca. 1030 gebaut und die anderen Schiffe stammen aus der gleichen Zeit. Im Lauf von 21 Jahren haben wir nach und nach alle 5 Schiffe rekonstruiert. Da draußen segelt gerade ein Nachbau. Bei diesen Nachbauten beruht nichts nur auf Vermutungen. Nachdem die originalen Schiffe gesunken waren, wurden sie durch den tiefen Schlamm auf dem Grund des Fjords vor Sauerstoff und damit dem Verrotten geschützt. Die Schiffe blieben so gut erhalten, dass man sie exakt nachbauen konnte und heute damit segelt. Ich treffe Gunnar Eggertsson, einen unvergleichlichen Wikinger-Schiffkapitän. Er kann mir erklären, wie die Wikinger Schiffe konstruierten, mit denen eine Atlantiküberquerung möglich war. Sie konnten mit einer Geschwindigkeit von 8 Knoten rudern. Mit seinem Bug erzeugt das Schiff sogar eine Art Luftpolster, damit es besser durch das Wasser gleitet. Sie surften mehr oder weniger. Gunnar zeigt mir, wie dieses Boot darauf ausgelegt ist, sich in die Wellen zu legen. Aber diese Art Langboot, der Typ, mit dem die Küsten Nordeuropas heimgesucht wurden, wäre in Stücke gebrochen, wenn sie versucht hätten, damit den Atlantik zu überqueren. Deshalb entwickelten die Wikinger einen vollständig anderen Schiffstyp für große Entfernungen. Einen wie diesen. Ist das das Frachtschiff, von dem du gesprochen hast? Was unterscheidet es auf See von dem Langschiff? Probieren wir es aus. Segeln wir damit. Gunnar segelt nicht das erste Mal ein Wikingerschiff. Diesen Nachbau hat er im Jahr 2000 fertiggestellt. Genau 1000 Jahre, nachdem der Wikinger-Legende zufolge Leif der Glückliche reiste, segelte Gunnar mit seinem Schiff von Island nach Nordamerika. Seine mehr als 4000 Kilometer lange Fahrt lieferte den praktischen Beweis, dass Wikinger-Schiffe den Atlantik überqueren können. What can I do next? Dieses aus norwegischer Kiefer gebaute Schiff ist ebenso authentisch wie das von Gunnar. Das Segel ist nach alter Wikinger-Technik gefertigt. Dazu wurden quadratische Bahnen aus gewebter Wolle zusammengenäht und mit einem teerartigen Harz bestrichen. Insgesamt hat das Segel eine Größe von fast 100 Quadratmetern und wiegt mehr als eine halbe Tonne. Das Leben auf einem Wikingerschiff bedeutete harte körperliche Arbeit.
Diese Winch war das einzige mechanische Hilfsmittel an Bord. Rohe Kraft war unabdingbar. So, wir haben's. Gibt es einen Unterschied zwischen dem, was wir gemacht haben, und dem, was die Wikinger vor 1000 Jahren taten? Nein. Genau das Gleiche. Gleiches Segel, gleiches Schiff, gleicher Kurs. Ja. Bei gutem Wind konnte dieses hochseetaugliche Handelsschiff 13 Knoten erreichen, etwa 25 Kilometer pro Stunde. Es war für bis zu 24 Tonnen Fracht ausgelegt, brauchte aber nur eine 8-köpfige Besatzung. Aber Gunnar kann nicht nur hervorragend Wikingerschiffe segeln. Vor ein paar Jahren erfuhr er, dass er in direkter Linie von Erik dem Roten und Leif dem Glücklichen abstammt. Leif Erikssons Großvater war mein Ur-Ur-30-mal-Urgroßvater. Du hast also Aufzeichnungen, die so weit zurückreichen? Ja, so weit zurück. Jetzt kreuzen wir gegen den Wind. Zu Zeiten der Wikinger war das Kreuzen gegen den Wind eine revolutionäre Entwicklung. Sie mussten dazu das Segel drehen und eine Reihe Wendemanöver im Zickzackkurs fahren. Das war harte Arbeit, ermöglichte ihnen aber das Vorankommen, sogar wenn der Wind direkt von vorne kam. Der Wind kommt also von dort. Ist das eine der großen Besonderheiten von Wikinger-Schiffen, dass sie gegen den Wind segeln konnten? Ja, sie waren auf dem Meer die einzigen, die das konnten. Und sie waren so gut wie die einzigen, die zu der Zeit überhaupt übers Meer fuhren. Wir wenden. Du wendest gerade 27 Tonnen. So fühlt es sich an. Wikinger-Schiffe waren bestens geeignet, um auf offener See zu fahren. Dennoch brauchte es mehr als nur Mut, um die Heimat zu verlassen und ins Unbekannte aufzubrechen. Die Wikinger müssen einen wichtigen Grund gehabt haben. Die Schiffe boten kaum Schutz vor den wilden Stürmen des Atlantiks. Was hatten sie damals für eine Kultur? Was hat sie zu diesen Reisen veranlasst, dazu ein neues Land zu suchen? Vielleicht war ihnen Norwegen ein bisschen zu bevölkert und die Steuern dort zu hoch. Alle drängten nach Island. Innerhalb von 60 Jahren fuhren 30.000 Leute auf Wikinger-Schiffen nach Island. Menschen fuhren auf Schiffen wie diesen? Wir wissen nicht, wie viele Schiffe von Skandinavien nach Island segelten, aber um 30.000 Menschen dorthin zu bringen, müssen es Dutzende gewesen sein. Die Wikinger versuchten sich stets in Sichtweite von Land zu halten. Aber um den Atlantik zu überqueren, mussten sie die Sicherheit der Küsten verlassen und über Meilen hinweg Kurs auf offener See halten. Gunnar sagt, dass der Magnetkompass erst 200 Jahre später in der europäischen Seefahrt Einzug hielt. Wie also orientierten sie sich? Das möchte ich von Gunnar wissen. Wie navigierten die Wikinger, wenn sie in unbekanntes Gebiet fuhren? Sie benutzten alles. Vögel, Wellen, Wolken, Strömungen, Wind, Sterne, Mond. Gunnar spricht aus Erfahrung. Er selbst hat den Atlantik ohne moderne Hilfsmittel überquert. Hat sich nur auf Hinweise aus der Umgebung wie die herrschenden Winde, den Zug der Wale und Vögel oder den auf der Oberfläche treibenden Seetang verlassen. Manche nehmen an, die Wikinger hätten bereits die Beziehung zwischen Sonnenstand und Breitengrad erkannt. Diese hölzerne auf Grönland gefundene Scheibe könnte ein Sonnenkompass sein, ein Instrument, mit dessen Hilfe man prüfen konnte, ob ein Schiff Kurs hielt. Sonnenkompass oder nicht, bei gutem Wind konnte ein Wikinger-Kapitän die 1000 Kilometer nach Island in 4 bis 5 Tagen schaffen. Was ist mit Erik dem Roten, deinem Ur-Ur-Urgroßvater? Warum hat er Norwegen verlassen? Er war eine Art Gangster. Er wurde aus Norwegen fast hinausgeworfen. Er musste gehen. Ein Gangster? Das hört sich an, als wäre Erik dem Roten nichts anderes übrig geblieben, als sich aus dem Staub zu machen. Wenn ich, wie ich es vorhabe, seiner Spur folgen will, muss ich also nach Island. Ja. Okay, das schaffe ich. Ich weiß auch schon wie. Es sollte nicht zu lange dauern. In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts brach Erik der Rote über den Nordatlantik Richtung Island auf. Das ist mein nächstes Ziel. In der Wildnis des nordwestlichen Island möchte ich Eriks Langhaus finden.
Ich folge der Spur des Wikinger-Seefahrers Erik der Rote. Er hatte seine skandinavische Heimat verlassen und war als erster über den Atlantik gesegelt vor 1000 Jahren, 500 Jahre vor Kolumbus. In Dänemark habe ich mich auf einem echten Wikinger-Schiff davon überzeugt, dass die Wikinger in der Lage waren, Schiffe zu bauen, die tausende Kilometer über das offene Meer segeln konnten. Ich habe außerdem viel über einen Seefahrer erfahren, dessen rotes Haar seinem Naturell entsprach, Erik der Rote. Er musste seine Heimat verlassen, stach in See, um auf Island ein neues Leben zu beginnen. Dort möchte ich seine Spur aufnehmen. Island ist eine große Insel. Flächenmäßig ist es der zweitgrößte Inselstaat Europas. Doch weite Teile des Landesinneren sind unbewohnbar. Die meisten Menschen leben auch heutzutage an der Küste. Die Geschichte von Eriks Leben und seiner Zeit ist Bestandteil der Isländer-Sagas, einer einzigartigen Sammlung mündlich überlieferter Geschichten über die Menschen, die vor über 1000 Jahren das Land besiedelten. Ich bin mit einem Experten für diese Sagas verabredet, genau an dem Ort, wo Erik gelebt hat, rund 150 Kilometer nördlich von Reykjavik. Aber kann eine 1000 Jahre alte mündliche Überlieferung überhaupt geografisch so genau sein? Meiner Landkarte zufolge ist dies der Hof, auf dem Erik gelebt hat. Das ist spannend. Mein erstes Wikinger-Langhaus. Gísli Sigurðsson von der Universität Island forscht seit Jahren über die Isländer-Sagas. Ein großartiger Ort. Willkommen bei Erik dem Roten. Darf ich mich umschauen? Diese Sachen hier, sind das Werkzeuge aus der Wikingerzeit? Dies hier sind nicht nur Wohn-, sondern auch Arbeitsräume. Die Menschen erledigten alles innerhalb dieser Wände. Und diese Waffen, ist das ein Wikingerschwert? Ja, es sind alles originalgetreue Nachbildungen. Und das ist ein Wikinger-Helm? Ja, bedauerlicherweise haben wir davon nicht viele gefunden, aber doch ausreichend genug, um zu belegen, dass darauf keine Hörner waren. Wieso keine Hörner? Ich glaube, Wagners Opern haben die Vorstellung von den Hörnern auf den Helmen aufgebracht. Es ist also ein Mythos. Die Helme hatten gar keine Hörner? Nein, eher solche hier oder sogar nur einfache Lederhelme. Das ist eine sehr kunstvolle Version der Art von Helm, wie sie sie trugen. Nicht leicht aufzusetzen, aber sehe ich jetzt wie ein Wikinger aus? Das ist wohl nicht ganz deine Größe. Ich denke, du brauchst etwas Größeres. Okay, sehe ich das richtig, dass das ein Kampfhelm ist? Ja, es ist gemütlich hier, es ist viel wärmer, ein bisschen rauchig, aber warm, obwohl es draußen nass und windig ist. In diesem Haus hier schliefen 20 bis 30 Personen. 20 bis 30 Leute schliefen hier? Was ist mit den Grassoden? Als ich herkam, habe ich gesehen, dass das Äußere damit verkleidet ist. Kannst du mir von hier drinnen aus zeigen, wie das gemacht wurde? Ja, bei der Kochstelle haben wir ein schönes Rasenstück. Okay. Gísli erklärt mir, dass dieser 18 Meter lange und 6 Meter breite Grundriss für die damalige Zeit typisch war. Holz war knapp und wurde nur für die Grundkonstruktion verwendet. Die Wikinger nutzten Grassoden zur Verkleidung. Bis zu 2 Meter dick boten sie eine ausgezeichnete Wärmedämmung im kalten Winter. Wenn man die Tür hinter sich zumacht und drinnen ein Feuer brennt, kann man es sich gemütlich machen. Das machen wir, gehen wir ans Feuer. Und ich frage dich noch etwas über die Wikinger. Ich erzähle ein paar Sagas. Ja, wunderbar. Mir wurde gesagt, dass du der Sagamann bist. Nun, ich arbeite mit den Sagas. Erzähl mir von den Sagas. Was erfahren wir daraus über die Wikinger? Die Sagas sind voller Hinweise auf die Wikinger und die Besiedlung Islands. Sie wurden hier im 13. und 14. Jahrhundert aufgeschrieben. Gísli erzählt, dass nicht Augenzeugen die Sagas aufgeschrieben haben, sondern dass sie die Niederschriften von Ereignissen sind, die 200 Jahre zuvor stattgefunden hatten und mündlich überliefert wurden. Was speziell berichten die Sagas über Erik den Roten? Es gibt eine nach ihm benannte Saga und dann eine weitere, die Saga der Grönländer heißt. Die Sagas berichten, dass Erik in diese Gegend kam und die Tochter eines Bauern heiratete. Dieser gab dem Paar in diesem Tal Land, auf dem Erik sein Haus baute. So finden sich in den Sagas tatsächlich dieselben Ortsbezeichnungen. Und die Archäologen bestätigen das und die Funde stammen aus der gleichen Zeit? Ja.
Ja, wir haben überlieferte Hinweise, dass Erik in diese Gegend kam, mit Ortsnamen und allem. Den Erzählungen zufolge errichtete er hier seinen Hof. Die Sagas scheinen außergewöhnlich präzise zu sein. Archäologen konnten nicht nur bestätigen, dass sich hier Eriks Farm befunden haben muss. Bei dem Hausgrundriss, der direkt hinter diesem Nachbau gefunden wurde, handelt es sich um die Überreste von Eriks Heim. Aber Gisli zufolge bekam Erik bei seiner Hochzeit nicht das beste Stück Land. Es lag am Rande des Familienbesitzes und sehr dicht am Nachbarhof. Erik war noch nicht lange hier, da war er schon in einen gewalttätigen Streit um Weideflächen verwickelt. Er wurde erneut geächtet. Lassen wir seine Verurteilung mal beiseite. Was geschah, nachdem er geächtet war? Er musste sich schnell davon machen, das Land verlassen, denn jeder hätte ihn aufhalten können. Ihn töten können. Erik war bereits aus seiner skandinavischen Heimat verbannt worden, so blieb ihm nichts weiter übrig, als weiter nach Westen zu ziehen. Ein vom Kurs abgekommener Seefahrer hatte dort gerüchteweise Land gesichtet. Da er sich nirgendwo sonst niederlassen kann, beschließt Erik, dieses Land zu finden und zu besiedeln. Mit dem Versprechen auf Reichtümer überzeugt er einige Familienmitglieder und Freunde, sich ihm anzuschließen. Erik der Rote brach mit über 20 Schiffen und vielen nichtsahnenden Menschen an Bord nach Grönland auf. Ich nehme nicht das Schiff, sondern das Flugzeug. Aber ich bin trotzdem begeistert, nach Grönland zu kommen. Selbst heutzutage ist es nicht einfach, in den abgelegenen Südwesten Grönlands zu gelangen. Man braucht 3 Tage, 4 Flugzeuge, 2 Hubschrauber und ein Boot. Dort angekommen, werde ich nach Beweisen dafür suchen, dass dieses kalte, öde Land tatsächlich die Heimat von Erik und seinen Begleitern wurde. Ich bin dem Wikinger-Seefahrer Erik dem Roten auf der Spur. Einem Mann, der scheinbar einen Hang dazu hatte, sich überall hinauswerfen zu lassen. Im Jahr 985 verließ er angesichts der drohenden Todesstrafe Island und machte sich in Richtung eines riesigen, vereisten Landes auf, um dort zu siedeln. Grönland. Heutzutage ist es sogar mit dem Flugzeug nicht einfach, in den Süden Grönlands zu gelangen. Am Anfang steht ein 3-stündiger Flug nach Kulusuk, einer Siedlung an der Ostküste des Landes. Ich sitze warm und sicher im Flugzeug und komme nicht umhin, unten ein sehr kalt aussehendes Meer voller Eisberge zu registrieren. Eriks Überfahrt muss strapaziös und nur mit einer Mischung aus Entschlossenheit, Können und Glück zu bewältigen gewesen sein. Nur 14 der 25 Schiffe, die mit Erik aufgebrochen waren, erreichten ihr Ziel. Der Rest kehrte um oder sank. Beim Anflug auf Grönland bin ich wirklich aufgeregt. Es ist einer dieser Orte, von denen man immer gedacht hat, dass man nie dorthin kommen würde. Das ist also Grönland. Ich hätte es wohl eher Felsland oder Schneeland genannt. Grönland, also Grünland, hätte ich nicht gewählt. Ich glaube, Erik der Rote hat es etwas schön geredet. Er war wohl ziemlich kreativ. Allerdings liegt dieser Ort nicht gerade in der Nähe meines Zieles. 1500 Kilometer Schnee und Eis liegen noch dazwischen. Dieser winzige Flughafen ist nur ein Sprungbrett zur dichter besiedelten Westküste Grönlands. Ich bin von Reykjavik nach Kulusuk geflogen und möchte nun weiterfliegen, den Polarkreis entlang, nach Nuuk, Grönlands Hauptstadt. Dort werde ich mit einem weiteren Flugzeug in den Süden fliegen, wo Erik der Rote lebte. Aber halt, hier gibt's noch viel mehr. Grönland ist riesig. Es hat eine Fläche von 2 Millionen Quadratkilometern, dreimal so viel wie Texas. Und dieses ganze Land wird nur von 55.000 Menschen bewohnt. Aber die Wikinger siedelten dort unten. Warum? Das werde ich herausfinden, wenn ich dort bin. Direkt nach dem Start sehen wir unter uns Gletscher und Eisfelder, von denen ein Großteil der riesigen Insel bedeckt ist. Wenn all das Eis hier schmelzen würde, würde der Meeresspiegel weltweit um 6 Meter ansteigen. Nach weiteren 3 Stunden Flug weicht der Anblick von Eis dem von Felsen und wir erreichen Nuuk, die Hauptstadt. Nach einem kurzen Zwischenstopp geht es an Bord einer kleineren Maschine Richtung Süden. Aber nun bin ich in Begleitung. Ich checke nun für den Flug nach Narsarsuaq ein und die Expertin, die mich auf diesem Flug begleitet, ist Caroline Paulsen. Wir sind auf dem Weg nach dort unten, um uns die Siedlung von Erik dem Roten anzuschauen.
Caroline ist von Dänemark hierher gezogen, um die Siedlungen der Wikinger zu studieren und wird in Grönland meine Reiseführerin sein. Wir haben dieses kleine Flugzeug auf dem Weg nach Süden ganz für uns. Von Nuuk fliegen wir 650 Kilometer weiter nach Narsarsuaq, in die Region, die Erik zur Besiedlung gewählt hat. Während wir unserem Ziel näher kommen, erklärt Caroline, dass wir über den sogenannten Eriksfjord fliegen. Das ist das Land, auf dem sich Erik und seine Begleiter in Grönland zunächst niedergelassen hatten. Wie du siehst, ist es hier viel grüner und das Land sieht viel fruchtbarer aus. Grönland ist also wirklich grün. Es kann es sein. Das war klasse. Wir sind mit einem großen Flugzeug nach Nuuk geflogen und nun diese winzige Maschine, um hierher zu kommen. Und jetzt nehmen wir den Hubschrauber. Nach Qaqortoq. Warum nicht? Oh, das ist nicht einfach ein Hubschrauber, das ist ein Sikorsky. Wir sind fast da. Wir müssen nur noch einmal den Hubschrauber wechseln. Aber die Reise war es wert. Die Landschaft ist beeindruckend. Aber selbst heutzutage ist es eine Herausforderung, hier zu leben. Es gibt weder Straßen noch Bahnverbindungen. Die abgeschiedenen Siedlungen können nur aus der Luft erreicht werden. Endlich kommen wir ans Ziel. Von Reykjavik nach Qaqortoq. Vier Flugzeuge, zwei Hubschrauber und wir sind da. Ein Kinderspiel. Nach 12-stündiger Reise sind wir endlich in dem Gebiet, das die Wikinger einst ihre Heimat nannten. Aber die am besten erhaltenen Zeugnisse ihrer Vergangenheit sind noch eine Bootsfahrt und einen Fußmarsch entfernt. Guten Morgen, wir haben gut geschlafen in Qaqortoq. Qaqortoq. Und nun wollen wir die altnordischen Siedlungen anschauen. Dafür müssen wir in diese Richtung. Wir fahren aber da lang, um das zu sehen. Mein erster Eisberg. Das ist cool. Zum ersten Mal einen Eisberg zu sehen, ist eine eindrucksvolle Erfahrung. Die Schönheit des tiefblauen Eises muss man gesehen haben, um sie fassen zu können. Nach unserem kleinen Abstecher sind wir wieder auf Kurs. Waldsee, der Ort, den wir ansteuern, liegt einen zweitägigen Fußmarsch von der nächsten Siedlung entfernt. Wir werden draußen kampieren. Einen Teil des Weges können wir mit dem Boot zurücklegen. Trotzdem haben wir noch einen weiten Marsch vor uns. Schau mal, ein Stück Treibholz. Holz auf einer Insel ohne Bäume ist von Bedeutung, oder? Ja, es kann aus Sibirien kommen, aus Kanada, Nordamerika, Europa. Und wenn die nordischen Siedler so etwas gefunden haben, haben sie es verwendet? Ja. Was ist mit diesen grässlichen Biestern? Waren die vor 1000 Jahren auch hier? Vermutlich ja. Wenn es nicht windig war und warm. Caroline erzählt mir, dass es hier vor 1000 Jahren, als die ersten Siedler hierher kamen, nicht viel anders ausgesehen hat. Es ist eine Art Zentrum der östlichen Besiedlung. Es gibt dort eine ziemlich große Siedlung. Man kann dort noch Häuser sehen. Nichts wie hin. Obwohl das Land hier grün und saftig ist, gab es nicht viel flaches Land, um die aus Island mitgebrachten Tiere zu weiden. Der Platz für eine Siedlung musste sorgfältig ausgewählt werden. Dort ist es, das flache Land da. Wo der Berggrat runter zum Fjord geht? Ja. Für Landwirtschaft ist es ideal. Wir brauchen noch weitere 3 Stunden, um zu den Ruinen der Wikingerkolonie hinabzusteigen. Caroline erzählt mir dabei, dass in der ganzen Gegend verstreut Wikingerstätten liegen. Aber die, zu der sie mich führt, ist die jüngste und die am besten erhaltene. Caroline ist an den archäologischen Arbeiten beteiligt, die mehr über das Leben der Wikinger offenbaren sollen und warum sie so plötzlich verschwanden. Dies sind also die Räume. Wozu dienten sie? Einer zum Schlafen, einer zum Kochen. Aber es war eine einzige Familie. Dafür ist es ziemlich groß. Ja, es ist sehr groß.
Diese Fundstätte ist so wie viele weitere ausgegraben worden und vermittelt einen guten Eindruck, wie die Siedler gelebt haben müssen. Sie hatten Vieh für die Milchprodukte und Schafe für die Wolle. Fisch war eines ihrer Hauptgerichte und im Sommer gingen sie weiter im Norden auf die Jagd. Caroline wollte mir diesen Ort nicht nur zeigen, weil er so gut erhalten ist, sondern auch, weil es Erik der Rote war, der ihn als erster entdeckt hatte. Letztendlich beschloss Erik jedoch, sich anderswo niederzulassen und überließ den Platz seinem Cousin. Dieser Vorraum dort weist darauf hin, dass es sich hier um einen Ort von Bedeutung handelt. Nur 3 Bauernhöfe auf Grönland haben einen solchen Vorraum. Er lässt darauf schließen, dass die Person hier ziemlich reich war, genauso wie die Kirche dort drüben. Die Kirche von Hvalsey ist eines der besterhaltenen Wikingergebäude weit und breit. Sie wurde im 12. Jahrhundert erbaut, als christliche Missionare von Skandinavien nach Grönland kamen. 200 Jahre nachdem Erik und die ersten Siedler sich hier niederließen. Solides Mauerwerk. Man kann erkennen, dass die Wände im Innern nicht so glatt sind wie außen. Draußen sieht es besser aus. Ja, draußen ist es besser. Tatsächlich, hier drin haben sie weniger gut gearbeitet. Dort über dem Altar, der unter diesem Fenster stand, siehst du das Fenster mit dem Bogen? Es ahmt den europäischen Stil nach. Es wurde aus ungleichmäßig geformten Natursteinen gemacht. Es muss also sehr schwer zu bauen gewesen sein. Du hast über dem Altar gesagt, dient das Gebäude noch als Kirche? Ja, man kann hier heiraten, sich taufen lassen und so weiter. Also, dann hätte ich den wohl abnehmen sollen, Entschuldigung. Caroline erzählt mir, dass die letzte Aufzeichnung eines Wikinger-Ereignisses auf Grönland eine Hochzeit im Jahre 1408 in dieser Kirche beschreibt, kurz bevor die Siedler auf mysteriöse Weise verschwanden. Niemand weiß mit Sicherheit, warum die Siedlung aufgegeben wurde, aber Caroline hat einige Theorien. Was kann zum Niedergang der Siedlung geführt haben? Klimatische Veränderungen? Schwierigkeiten, Waren zu importieren, keine Boote, die aus Europa kamen und nichts, womit man handeln konnte. Nochmal zurück zu Erik dem Roten und der Zeit, für die ich mich interessiere. Hat Erik, der dieses Land entdeckt hat, einen noch schöneren Platz gefunden? Ja. Und dahin machen wir uns auf, nachdem wir zu Abend gegessen und die Nacht hier geschlafen haben? Ja. Archäologen sind sich noch immer im Unklaren über die genaue Ursache, warum die Wikinger-Siedlungen auf Grönland aufgegeben wurden. Aber es gibt keinen Zweifel daran, wo Erik 400 Jahre zuvor seine Siedlung errichtet hat. Und dieser Ort und diese Zeit stehen im Mittelpunkt meines Interesses. Wir genießen die Nacht, denn es ist nach 11 Uhr und es ist immer noch hell. Ist das normal? Ja, die Sonne geht nicht unter. Dann ist es jetzt eigentlich dunkel. Wir machen unser Lagerfeuer und dann legen wir uns schlafen. Und morgen sehen wir uns an, wo Erik der Rote gelebt hat. Ich habe gehört, dass es sich um das begehrteste Anwesen der Gegend handelt. Warten wir, bis das Feuer etwas heruntergebrannt ist. Und das war's dann für heute. Wir machen morgen weiter. Am Morgen erleben wir, wie tückisch Grönlands Gewässer sein können. Und wir erfahren, wie Eriks Sohn Leif zum gefährlichsten Abschnitt der Atlantiküberquerung aufbrach. Ich bin auf einem Abenteuer quer über den Atlantik, quasi im Kielwasser des berühmten Entdeckers der Wikinger, von Erik dem Roten. Bis jetzt habe ich erfahren, wie Erik vom europäischen Festland nach Island gesegelt ist. Nach seiner Verbannung wurde er der erste Europäer, der das riesige, von Eis bedeckte Grönland erforschte und besiedelte. Ich bin durch das ganze Land gereist und habe gesehen, dass es heute noch ebenso beeindruckend ist wie damals, als die ersten Siedler sich hier niederließen. Ich habe mir angesehen, wie groß die Wikinger-Siedlungen in Grönland wurden. Archäologen nehmen an, dass dort einst mehr als 2000 Menschen lebten. Ursprünglich war das Klima warm genug für die Landwirtschaft. Experten nehmen an, dass allmählich sinkende Temperaturen zum Verschwinden der Kolonie auf Grönland führten. Einen schöneren Morgen kann man sich nicht wünschen. Aus der Grönlandsaga ist bekannt, dass etwa 450 Menschen dieses Gebiet zu ihrer Heimat gemacht hatten. Wir wissen sogar, wo Erik der Rote gelebt hat, und dorthin wollen wir als nächstes.
Der Platz, den Erik für sein Haus ausgewählt hat, ist etwa 30 Kilometer von dem Ort entfernt, wo wir gecampt haben. Er siedelte im Nachbarfjord, der heute nach ihm benannt ist. Während unserer Wanderung berichtet mir Caroline, dass die Wikinger-Siedlungen erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt worden sind. Das ist der Eriksfjord. Das ist beeindruckend. Die ganzen Eisberge. Wenn die Eisberge hinaus aufs Meer treiben, schmelzen sie und brechen auseinander. Das Krachen klingt wie eine Explosion und ist im ganzen Fjord zu hören. Das ist wirklich das Tollste, was ich jemals gesehen habe. Der Hof von Erik dem Roten liegt ganz am Ende des Fjords und wir müssen noch an Hunderten solcher Eisberge vorbei. Es ist wirklich einer der schönsten Orte, an denen ich jemals gewesen bin. Aber man darf nicht vergessen, dass es für die ersten Siedler hier sehr einsam und bedrohlich gewesen sein muss. Und im Winter ist es ein lebensfeindlicher Ort, selbst heute noch. Sieh mal die Robbe, sie sonnt sich. Kann ich ihr nicht verübeln. Die Wikinger jagten Robben, Walrösser und Narwale zum Essen und für den Handel. Die Felle und Häute und die kräftigen Stoßzähne der Narwale erzielten in der alten Heimat gute Preise. Doch als in Europa Elefantenelfenbein eingeführt wurde, sank die Nachfrage nach dem Narwalprodukt und eine wichtige Einkommensquelle ging verloren. Das war wirklich stark. Wir waren so nah. Für uns sehen diese Eisberge wunderschön aus. Aber für die 24 Schiffe, die mit Erik von Island Richtung Grönland aufbrachen, hätten sie eine ernste Gefahr dargestellt. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, noch näher heranzukommen. Ich frage den Kapitän, ob ich auf einem dieser schwankenden Eisklumpen laufen könne. Er sagt, er werde nach einem Ausschau halten, der flach genug ist, um darauf zu stehen. Aber er warnt mich, wenn ich hinunterfalle, blieben nur wenige Minuten, um wieder aufs Schiff zu kommen. Sonst würde ich erfrieren. Man muss nicht einmal ganz nah dran sein. Eisberge können jederzeit auseinanderbrechen oder kentern, wobei riesige Eisbrocken durch die Gegend fliegen. Das ist ein ziemlich kleiner. Aber als wir ihn berühren, zögere ich doch eine Sekunde. Aber dann klettere ich hinauf. Sieben Achtel des Eisberges liegen unter der Wasseroberfläche. Jede Sekunde kann das Ding umkippen und mich ins Wasser schmeißen. Holt mich ab, Leute! Das ist nicht, was ich hören möchte. Kommt her! Genug mit dem Eisberg. Okay, Moderator wieder an Bord. Alles gut gegangen. Wenn man so aufgeregt ist, kann man nicht mal mehr reden. Das war ein kurzes, aber lohnenswertes Erlebnis. Ich habe 3 Tage und ein halbes Dutzend Flüge gebraucht, um von Island hierher zu kommen. Ich hoffe nun, den Ort zu sehen, den Erik sich auf dieser riesigen, abgeschiedenen Insel am Rande der bekannten Welt zur Heimat gewählt hat. Erst in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts fand man heraus, dass die Ruinen hier in Brattahlid die Überreste des Hofes von Erik dem Roten gewesen sind. Und man begann, den Fundort auszugraben und Teile davon zu rekonstruieren. Für einen Geächteten im Exil hat Erik es sich nett gemacht. Ja, das hat er. Man hat den Boden hier untersucht und es gibt keinen besseren für die Landwirtschaft. War außer dem fruchtbaren Boden noch etwas von besonderem Vorteil in diesem Lager? Ja, der Platz liegt zentral im östlichen Siedlungsgebiet und hat einen guten Hafen. Und wie war es dann, als Erik von so weit hergekommen war? Sagte er sich, jetzt bin ich hier, Zeit für eine Familie? Oder reiste er auch weiterhin? Nein, er ließ sich mit seiner Familie nieder. Sein ältester Sohn Leif wurde bereits in Island erwähnt, aber die anderen 3 Kinder wurden hier geboren. Caroline erzählt mir, dass Erik hier sesshaft wurde, als das Christentum vom europäischen Festland eingeführt wurde. Es gibt eine Geschichte darüber, wie Eriks Frau Thorhilda überzeugt wird, Christin zu werden. Sie möchte, dass hier eine Kirche gebaut wird, aber er lehnt das ab, woraufhin sie nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte. Sie schläft nicht mehr mit ihm? Nicht, bis nicht die Kirche gebaut wäre. Er hob also einen Stein auf und warf ihn, soweit er konnte. Und dort, wo er landete, bauten sie die Kirche.
So ähnlich könnte es gewesen sein. Dies ist ein Nachbau anhand von Ausgrabungen. So könnte die Kirche ausgesehen haben. Gehen wir hinein. Als diese kleine Kirche erbaut wurde, hatten die Wikinger überall eine Wandlung durchgemacht. Sie waren Siedler geworden und viele waren zum Christentum übergetreten. Leif war ein früher Konvertit und verkörperte den neuen Typ Wikinger. Vom Vater hatte er die Abenteuerlust geerbt, Grausamkeit und Aberglaube lehnte er aber ab. Den Sagas zufolge war Leif ein goldener Wikinger. Sie beschreiben ihn als einen großen, strammen Burschen, der die Dinge mit Bedacht anging und hoch angesehen war. Er war ein tüchtiger Seefahrer, der Frachten von der väterlichen Siedlung nach Island und Skandinavien transportierte. Leif erhielt den Beinamen der Glückliche, nachdem er eine schiffbrüchige Mannschaft gerettet und ihre gesamte Fracht bekommen hatte. Ich nehme an, das war der Mittelpunkt seines Hauses und das ist die beste Aussicht in ganz Grönland. Es war eine lange Reise zu Eriks und Leifs letztem Haus hier auf Grönland. Hier in den Ruinen von Eriks Haus erfahre ich, wie seine lange Reise schließlich ein Ende fand. Leif machte da weiter, wo sein Vater aufgehört hatte. Er hatte gehört, dass es westlich von hier Land geben sollte. Erik hatte also gehört, im Westen gäbe es noch mehr Land. Was tat er? Leif hatte davon gehört. Er war derjenige, der es am meisten wollte. Er kaufte ein Schiff und überzeugte mehr als 30 Männer, sich ihm anzuschließen. Wenn ich also den Fußspuren von Leif dem Glücklichen folgen wollte, wohin müsste ich dann gehen? Nach Neufundland. Dann werde ich das tun. An diesem Punkt dieser langen Geschichte macht der Vater den Weg für seinen Sohn frei. Von hier ab ist es Leifs Reise. Im Jahr 1001 verlässt Leif Erikson genau diesen Fjord mit einem Schiff und 35 Mann. Sie haben keine Karten oder Tabellen und keine Ahnung, wohin sie segeln und was sie dort erwartet. Hat Leif der Glückliche es wirklich bis nach Amerika geschafft? Begleiten Sie mich auf meinem letzten Abschnitt der Atlantiküberquerung und der Suche nach archäologischen Hinweisen, die belegen könnten, dass die Saga der Wikingerentdecker kein Mythos ist. Ich bin den Wikingerentdeckern über den Atlantik gefolgt. Ich versuche herauszufinden, ob ihre in den Isländer-Sagas geschilderten Abenteuer der Wahrheit entsprechen. Ich habe Beweise gefunden, dass sie sowohl auf Island als auch auf Grönland siedelten. Aber die unglaublichste Saga berichtet, im Jahr 1001 habe Leif der Glückliche die gefährliche Fahrt über den Nordatlantik unternommen und hat so 500 Jahre vor Kolumbus Nordamerika entdeckt. Ich nähere mich nun dem nördlichen Zipfel von Neufundland. Von dort sind es etwa 1500 Kilometer nach Grönland. Hier könnte die Wikingerspur, die ich verfolge, ihr Ende haben. Manche sagen, vor gut 1000 Jahren hätten Leif und seine Expedition an dieser Küste angelegt. Ich kann mir das nur als einen Augenblick von Stolz und Freude vorstellen. In der Grönlandsaga heißt es, dass Leif auf die Baffin-Insel stieß, die er Helluland nannte. Dann wandte er sich nach Süden, fuhr entlang der Küste der Labrador-Halbinsel, die er Markland nannte. Schließlich landete er an der Nordspitze von Neufundland, das er Wienland taufte, denn irgendwo hier soll er Weintrauben gefunden haben. Ich habe Beweise finden können, dass die in den Isländer-Sagas beschriebenen Reisen der Wahrheit entsprechen. Mündliche Überlieferungen sind niemals so verlässliche Quellen wie nüchterne Dokumente. Es gibt viele Märchen und Legenden über frühe Seefahrer, die Amerika erreicht haben sollen. Die Waliser, die Iren, sogar die Chinesen. Alle beanspruchen für sich zuerst hier gewesen zu sein. Aber archäologische Beweise dafür wurden auf dem amerikanischen Kontinent niemals gefunden. Ist das bei den Wikingern anders? Ganz im Norden von Neufundland gibt es einen Ort, der Longs aux Meadows heißt. Hier wurde eine kleine Ansammlung von Grassodenhäusern rekonstruiert. An einem Ort, von dem man lange dachte, hier hätten amerikanische Ureinwohner, Indianer, gelebt. Dale Wells ist die Kuratorin der Stätte. Die Ruinen von Longs aux Meadows wurden von Dr. Helge Ingstad aus Oslo, Norwegen, entdeckt. Er wollte das Wienland aus den Sagas finden. Er kam hierher und erkundigte sich nach Ruinen. Ein örtlicher Fischer brachte ihn hierher. Er sagte ihm, er führe ihn zu den indianischen Städten am Blacktop Brook. Das war also das Indianerlager? Das war das, was die örtliche Bevölkerung für die Überreste eines Indianerlagers hielt. Sie dachten, die Ureinwohner hätten in diesem Gebiet gewohnt. Aber mit diesen Ruinen haben sie nichts zu tun. Das ist interessant, denn für mich sieht es nicht indianisch aus. Für mich mit meiner begrenzten Erfahrung sehen diese langen, dicken Wälle, von denen es hier so viele gibt, eher isländisch oder grönländisch, aber niemals indianisch aus.
Absolut. Genau das vermutete Dr. Ingstad, als er sie sah. Auf ihn wirkten sie ebenso vertraut. Können Sie mich herumführen? Dale erzählt mir, dass dieses Dorf 1960 entdeckt und später rekonstruiert wurde. Es hat wirklich starke Ähnlichkeit mit den altnordischen Siedlungen, die ich auf Island und Grönland besichtigt habe. Aber ich bin hier, um handfeste Beweise zu finden, dass die Isländer-Sagas wahr sind. Die archäologischen Untersuchungen der Materialien haben nach der Radiokarbon-Methode ergeben, dass diese Stätte etwa 1000 Jahre alt sein muss. Das wäre den Sagas zufolge genau die Zeit, in der Leif der Glückliche hierher gekommen ist. So ist es. Den Sagas zufolge begannen die Vinlandreisen um das Jahr 998, also um das Jahrtausend herum. Und diese Stätte stammt ungefähr aus der gleichen Zeit. Von was für Stücken wurde das Alter bestimmt? Von vielen hölzernen Artefakten, die hier geborgen wurden, Materialien, die mit der Reparatur von Schiffen in Zusammenhang standen, Holzkohle, die zur Herstellung von Eisen benutzt wurde. Sie hatten bereits Eisen hier. Es ist der erste Ort in Nordamerika, von dem man weiß, dass dort mit Eisen gearbeitet wurde. In einem Ofen wurde Eisen geschmolzen, das hier in Lons-o-Meadows zur Herstellung von Nieten oder Nägeln für die Schiffsreparatur diente. Die amerikanischen Ureinwohner verarbeiteten zu der Zeit doch noch kein Eisen. Ganz sicher nicht. Auch das spricht für eine Verbindung dieses Ortes mit den anderen altnordischen Dörfern. Seine Ausmaße und die Tatsache, dass es hier Eisen gab, sprechen für das Altnordische. Und was noch? Man hat hier einige Artefakte gefunden, die auf die altnordische Kultur verweisen. Zum Beispiel eine bronzene Schmucknadel, die dazu diente, den Mantel auf der Schulter zu halten. Man fand außerdem einen Spinnwirtel, ein kleines rundes Specksteinobjekt, das am Ende einer Handspindel hing, mit der Wolle zu Garn gesponnen wurde. Noch ein altnordisches oder isländisches Objekt. Ja, aber natürlich gab es erst nach Abschluss der archäologischen Grabung Gewissheit. Die archäologischen Beweise belegen, dass die Wikinger hier oben, ganz im Norden des amerikanischen Kontinentes, im heutigen Kanada gelebt haben. Aber sind sie auch weiter nach Süden gekommen, bis in die heutigen Vereinigten Staaten? Archäologen haben nach weiteren Wikinger-Siedlungen gesucht, aber nichts gefunden. Der Hinweis, dass die Wikinger sehr wohl weiter nach Süden vorgedrungen sein müssen, wurde in detektivischer Kleinarbeit dann doch noch gefunden. Der Butternussbaum ist im Norden der Vereinigten Staaten und im Süden Kanadas heimisch. So weit nördlich wie in Lons-o-Meadows ist er noch nie gewachsen. In der altnordischen Schicht der Ausgrabungsstätte haben wir Butternüsse gefunden. Und die wachsen hier nicht. Jemand muss also einen weiten Weg zurückgelegt und sie gesammelt haben. Die Archäologen sind überzeugt davon, dass die Wikinger diese Butternüsse hierher gebracht haben. Sie wurden in derselben Bodenschicht gefunden, in der die Wikinger-Ruinen liegen. Und es gibt keinerlei Hinweise, dass die Wikinger damals mit Eingeborenen Handel trieben. Wenn dies hier ihr Basislager war und sie von hier aus die Gegend erkundeten, wie weit reisten sie? Bis zum St. Lawrence Gulf, mindestens bis nach New Brunswick. Die Butternuss ist der Beweis, dass die Wikinger das südliche Kanada und vermutlich auch den Norden der Vereinigten Staaten erkundet haben. Die Archäologie hat aber zugleich herausgefunden, dass die Wikinger nicht länger als 2 oder 3 Jahre auf dem amerikanischen Kontinent blieben. Aber warum? Die Dinge, die sie von hier mit nach Grönland brachten, waren auch über die europäischen Handelsrouten zu bekommen. Hierher mussten sie eine weite Strecke zurücklegen. Und es kann sein, dass es die Mühe nicht lohnte. Die Wikinger hatten die technischen Voraussetzungen und den Mut, Nordamerika zu erreichen. Aber vor 1000 Jahren schien es hier nichts zu geben, was sie zu Hause nicht hätten bekommen können. Deshalb blieben sie nicht. Über 1000 Jahre hinweg blieb unentdeckt, dass sie hier gewesen sind. Wäre die Geschichte von Erik dem Roten und Leif dem Glücklichen nicht in den Wikinger-Sagas niedergeschrieben worden, wären Archäologen niemals auf die Idee gekommen, auf dem amerikanischen Kontinent nach ihnen zu forschen. Doch heutzutage ist nicht zu leugnen, ein Wikinger-Schiff erforschte die Küste Nordamerikas, 500 Jahre vor Christoph Kolumbus.